Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Resident Evil Village, unserem Söldnermodus. Die ersten zwei Maps haben wir ja schon abgeschlossen, dazu gibt es ja auch schon die Videos. Das war das Dorf, wo wir Rang SP gemacht haben und das Schloss mit Rang S. Und jetzt gehen wir mal in die Fabrik. Die Fabrik ist eigentlich noch relativ einfach hier beim ersten Mal. Ja, es hat nur zwei Abschnitte das Ganze. Und hier arbeite ich persönlich zum Beispiel mit der SIG 12, das ist die Schrotflinte. Dementsprechend werde ich jetzt beim Duke halt die Lemmy verkaufen, die Pistolmunition, Scharfschützenmunition und Erste-Hilfe-Arznei. Und kaufen uns danach die SIG 12. Und werden die da natürlich auch ein bisschen aufbessern. Am Anfang gehe ich da hin und lege alles erstmal in die Feuerkraft. Und Feuerrate. Also die Feuerrate würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall einmal aufzupimpen. Weil es einfach, wie gesagt, zu lange dauert, bis der nächste Schuss folgt. Und wenn da mal ein paar Gegner vor euch sind, ja, und ihr müsst da keine Ahnung wie lange warten, bis ihr den nächsten Schuss abfeuern könnt. Ja, kann das manchmal eine ziemlich brenzlige Situation werden. Also hier mache ich das gerade, Feuerrate mache ich eins hoch. Und gehe nochmal hoch auf die Feuerkraft, da mache ich auch nochmal eins hoch. Und dann können wir das Ganze hier starten. Also ich habe jetzt hier in dem ersten Abschnitt, habe ich die Kombozahl komplett am Laufen gehalten bis zum Ende. Das kann man hier ganz gut machen. Ihr könnt euch ja in Ruhe da angucken, wie ich da laufe, wo die Gegner spawnen. Das macht schon sehr viel aus. Im zweiten Abschnitt schaffe ich es leider nicht ganz, die Kombo hochzuhalten. Aber ist im Endeffekt kein Problem, da wir dennoch am Ende Rang S erreichen. Und darum geht es ja letztendlich. Wenn ihr natürlich da noch einen höheren Rang hinbekommt, ist das natürlich noch besser. Ganz klar, auch für das Selbstbewusstsein an sich. Ja, wenn man da ein bisschen mehr hat, das ist ganz klar. Aber wir machen das hier lediglich auf Rang S. Da das ja ausreicht für die Trophäe Cowboy. Alle Level hier abschließen auf Rang S. Und ja, das ist auch übrigens die letzte Trophäe, die uns noch fehlt zur Platin. Und wenn wir den Söldnermodus abgeschlossen haben und dann gehört der Pokal endlich uns. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das Ganze auch noch doppelt platinieren, sofern ihr eine PS5 habt. Dann könnt ihr von der PS5-Version auf die PS4-Version switchen und könnt das Ganze natürlich nochmal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann hättet ihr zwei Platin-Trophäen, also ich werde das natürlich machen. Allerdings mache ich dazu keinen Guide mehr, das wäre natürlich Quatsch, weil der Spielablauf bleibt gleich, trotz der unterschiedlichen Version. Aber wie gesagt, am Spiel ändert sich ja nichts. Da kann man weiterhin meinen Guide hier benutzen, der zwar jetzt aktuell für die PS5 ist, aber wie gesagt, macht keinen Unterschied. Ja, das Spiel bleibt gleich. So, als alter Trophy-Hunter sind da mit Sicherheit einige dabei, die das Ganze doppelt platinieren. Bin ich mir sicher. Ich werde das natürlich auch machen, sofern mir die Zeit dazu bleibt. Da ich ja schon den nächsten Platin-Guide schon plane, schon in Arbeit ist, und zwar mit Visage. Aktuell mache ich ja da ein bisschen Livestream zu, ist aber nur lediglich ein Let's Play. Und einfach nochmal ins Spiel ein bisschen reinzukommen und ja, ein paar coole Horrorabende zu machen am Wochenende per Livestream. Und werde aber separat dort dafür noch einen Platin-Guide machen. Nur mal gerade so als kleine Info. Wer da Bock drauf hat, ist natürlich herzlich willkommen. Also ihr seht, hier ist echt sehr easy, sehr cool. Hier kann man gut sich gut bewegen. Jetzt haben wir hier schon ein 25er Combo. Ja, hier habe ich, dann ist mir gerade nochmal eingefallen, dass es hier noch hochgeht. Hier sind auch noch zwei Gegner und ein Perk. Also so eine blaue Kugel für einen Perk. Herr der Flinten, ganz klar, wir haben die Flinte am Start. Macht natürlich nochmal ein bisschen mehr Damage. So, da kommt er schon direkt um die Ecke, er wollte uns schon packen. Hat aber Gott sei Dank nicht geschafft.
Aber wie gesagt, selbst wenn ihr mal gepackt werdet oder angegriffen werdet, die Combo bleibt bestehen. Ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Nur in den späteren Maps, Dorf 2, Schloss 2 etc., wird das Ganze hier ein bisschen schwerer. Die Maps bleiben gleich. Die Gegner sind natürlich, halten mehr aus. Ihr bekommt selbst mehr Damage. Hier haben wir magisches Magazin bekommen. Und ja, die Combo bricht halt viel schneller ab. Also der Combo-Zähler bleibt nicht so lange aufrecht wie halt noch hier. Und wenn wir da natürlich keinen Perk haben mit flinke Ratte oder Lichtgeschwindigkeit, es ist halt schon sehr schwierig, die Combo am Laufen zu halten. Da wir auch vor allem, wie gesagt, Waffenauswahl ist sehr, sehr begrenzt. Wir haben teilweise nur eine Pistole und können uns dann noch die Magnum dazu holen. Mit der müssen wir aber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen sparsam sein. Da man so gut wie keine Munition, glaube ich, findet. Also bisher habe ich das Glück noch nicht. Und wir können uns natürlich auch keine Munition kaufen. Ja. Also da würde ich dann schon empfehlen, halt wirklich die Magnum nur bei schweren gepanzerten Gegnern, ja, zu nehmen. Und ansonsten, ja, mit der Pistole zu arbeiten, das geht ganz gut. Der Prepo hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der ist da schon ziemlich erfahrener Shooter-Spieler und viel Zombie-Modus gespielt. Und deswegen hat er das Ganze dann auch übernommen. Und ja, dann passt das schon. Das bekommt er hin, auf jeden Fall. Ja, die Platin. Platin ist zum Greifen nah. Man muss halt ein bisschen Geduld haben bei dem Ganzen. Ja. Darf nicht so schnell aufgeben. So, also jetzt haben wir hier schon 47er Combo. Da ist der nächste. Zack, zack. Also die ersten Maps sind wirklich noch relativ easy. So, jetzt greife ich hier direkt zur Mine. Nach links laufen, da kommt ein gepanzerter. Ja, dass der da schön in die Mine reinläuft. Zack, zack. Und dann können wir ihn hier auch direkt schon hitten. Da, zwei Schuss. Dann ist das Thema durch. So, haben wir noch 11 Gegner. Kommt dann noch dieser Hubschrauber-Man, Propeller-Man. Da legen wir schnell wieder eine Mine. Die eine Mine reicht schon völlig aus. Ich lege dann noch die zweite hin, aber habt schon gemerkt, dass die eine schon gereicht hat. Ihr seht, er ist direkt drüber, explodiert nicht. Einsammeln, weitergehen, schnellen Gegner töten, wieder zurück und sein Geld einsammeln. Denn wie gesagt, Geld gibt auch jede Menge Punkte. Auch wichtig für den Rang S zu erreichen. Nochmal ein Gegner hier ums Eck. Da die blaue Kugel nehmen. Also das ist halt immer wichtig, dass ihr zwischendurch dann mal, wenn ihr was einsammeln wollt, vielleicht noch einen Gegner killt. Ja, damit die Combo ja nicht abfällt. So, die letzten zwei Gegner. 64er Combo läuft. Hier kann man auch gut die Trophäe holen, 30er Combo, Combo-König. Aber da habe ich auch ein extra Video zu gemacht und habe das Ganze direkt am Anfang im ersten Level im Dorf gemacht, da da genau 30 Gegner sind. Aber wie gesagt, hier in der Fabrik ist das auch gut machbar. Willkommen. So, selbes Spiel wie immer. Wir verkaufen natürlich die Arznei. Und Pistolmunition, Flintenmunition verkaufen wir alles. Mine würde ich mal aufheben. Zwecks gepanzerte Gegner. Davon kommen, glaube ich, zwei. Den letzten habe ich sogar müssen mit der Shotgun machen. Weil ich, ich hatte einfach keine Mine mehr. Aber das geht manchmal, also er hat da so eine gewisse Stelle, seht ihr dann nachher am Ende, wird schon nochmal kurz ansprechen. Wenn man auf die Beine schießt, hat man manchmal das Glück, dass er ein bisschen gedamaged wird.
Aber das werdet ihr gleich sehen, wenn wir uns hier aufgerüstet haben. Ja, wir haben das Ding jetzt schon fast voll, bis auf Munition. So, da kommt jetzt noch so einer ums Eck. Da ist er schon. Also wie gesagt, hier schaffe ich es leider nicht, die Kombo komplett am Leben zu halten. Aber absolut kein Problem. Am Ende haben wir den Rang S. Das ist hier ausschlaggebend. Hier war jetzt nicht so das Besondere. Also da hatte ich nicht so das Glück mit den Perks. Ich habe keine Leichenentsorgung bekommen und so. Aber habe es dennoch geschafft. Ja, und hier ist halt auch wichtig, dass man nicht so viel wild rumballert, denn die Munition ist jetzt auch nicht gerade so riesig groß. Ich glaube sogar, dass wir jetzt so keine Munition mehr finden, außer halt ja für Pistole oder Scharfschützen. Aber ich glaube zum einen für die Flintenmunition habe ich da jetzt so nichts mehr gefunden. Deswegen sollte man schon ein bisschen sparsam damit umgehen. Kommt halt immer drauf an, mit welchen Waffen man das Ganze macht. Noch so ein Typ. Da nehme ich direkt wieder hier die Mine, wegen ihm da. Ja, da habe ich den Punkt nicht direkt so getroffen, da war ich mehr so an seinem Schutz da im Kopf. Den blauen Perk, also die blaue Kugel da oben, die habe ich jetzt einfach liegen lassen, weil mir die Kombo-Anzeige einfach wichtiger war. Aber wahrscheinlich hätte ich es noch geschafft. So, dem einfach schönen Rücken feuern. Fähigkeit wählen. So, da habe ich hier, glaube ich, Adrenalin genommen, genau. So, da ist nochmal ein Zeit. Gibt halt wie gesagt auch jede Menge Punkte am Ende. Jeder Punkt zählt, Leute. Ich kann es euch sagen, jeder Punkt zählt. Ja, der legt sich direkt schlafen hier. So, und ich glaube zu meinen, dass an dies. Nee, oder schaffe ich den noch? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wird eng. Ja, da ist die Kombo abgerissen. Da habe ich nicht realisiert, dass ich ihn gar nicht getroffen habe. Bis er mich gehauen hat. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Die Kombo war schon sehr hoch. Ich glaube, es war jetzt 34er Kombo. Aber das gibt schon einiges an Punkte. Mein Magen knurrt, ich habe ein bisschen Hunger. Gleich mal Mittagessen. So, hier nehme ich bei guter Gesundheit, glaube ich, war das. Also wie gesagt, ihr seht selbst, also ja, die Auswahl der Perks war jetzt nicht so besonders in diesem Abschnitt. Ja, da hat er mich kurz berührt, weil ich da gegen das Fass geschossen habe. Da habe ich ihn nicht erwischt. Aber da ist der letzte Typ. Wie gesagt, ich habe keine Mine mehr. Deswegen bin ich da erstmal an ihm vorbeigelaufen. Und ja, um einfach halt die anderen Gegner zuerst mal zu töten. Und habe mich dann am Schluss entschieden, dass ich noch so viel Zeit habe. Ihn dann einfach mal versuchen mit der Shotgun zu killen. Das ist mir auch gelungen. Weil ich mir einfach nicht sicher war, ob es von den Punkten her reicht.
Wenn ich den jetzt am Leben lasse, da ich sowieso noch zwei übrig hatte am Ende. Da habe ich wohl irgendwo zwei übersehen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich habe noch 8 Minuten Zeit. Mein Gott, das ist jede Menge. Kann man es mal riskieren. Da seht ihr, ich habe ihm jetzt da ans Bein geschossen. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ja, da gebe ich ihm einfach... So, jetzt habe ich ihn noch mal kurz am Schienbein da getroffen. Ja. Das könnt ihr also selbst entscheiden, ob ihr den killen wollt oder nicht. Wie gesagt, mir war es irgendwie zu heiß, weil ich mir nicht sicher war, ob es von den Punkten her reicht. Also habe ich ihn einfach mal noch mitgenommen. Zack, da ist er tot. Und da habe ich noch schnell sein Geld eingesammelt, gibt auch noch mal Punkte. Und dann laufe ich zurück ins Ziel. Und ja, dann haben wir die Map hier auch abgeschlossen. Fabrik auf Rang S. Das reicht völlig aus. Und ja, dann folgt als nächstes Chaosdorf die Map. Wie gesagt, das spielt der Prebo. Ich werde das Ganze nur vertonen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Map. Ja, Leute, bis dahin, macht's gut und Servus.